Die Idee, die Initiative Wohnstandort Innenstadt ins Leben zu rufen, ist letztlich eine Reaktion auf die zur Kenntnisnahme, dass wir eine ganze Reihe von wichtigen innerstädtischen Objekten Langzeit leerstehend haben, also mehrere Jahre. Und das Hoffen darauf, dass diese leerstehenden Objekte sich von allein sanieren, die war eben nicht mehr realistisch. Ne? Also die Erkenntnis, dass man aktiv bestimmte Immobilien, nennen wir sie Schlüsselimmobilien, die an wichtigen Stellen in einem Straßenzug stehen oder die innerhalb eines begrenzten Straßenzuges sich möglicherweise sogar häufen, wie wir es ja hier in der Bruno-Bergner-Straße in Greiz beobachten müssen. Das war die Erkenntnis zu sagen, wir suchen uns jetzt mal eine überschaubare Anzahl von Objekten aus und tun dort etwas mehr als bisher in puncto Marketing. Nach einigen verwaltungsinternen Vorgesprächen hat letztlich der Bürgermeister die Greizer Architekten und Ingenieure angeschrieben. Und die Resonanz war so, dass fast alle Greizer Büros da gesagt haben, wir machen da mit. Ja, warum habe ich sofort zugesagt, als ich mit dieser Initiative konfrontiert worden bin? Mir hat also gefallen an dieser Planerinitiative Wohnstandort Innenstadt die Idee, dass man Charme und Potenzial alter, verfallener Gebäude mit, ich sag mal, einem plakathaften Entwurf in Szene setzen könnte und sie damit vielleicht vor dem Verfall retten könnte oder gar für den Abriss. Und das Ziel bestand auch darin, gewisse Vermarktungsaussichten zu generieren. Ziel der Initiative ist ja nicht, ein fertiges Projekt abzugeben, sondern also ein fertiges Projekt im Sinne von Bestandsaufmaß, planerischer Entwurf, Kostenermittlung und so weiter, sondern zu ermitteln, wen man denn als Adressaten für dieses Gebäude sehen könnte, welche Nutzungsidee man verfolgen könnte und welcher Sanierungsbedarf an dem Objekt entsteht. Dieser Grundrissentwurf ist deswegen in die engere Wahl gerutscht, weil er mit wenig Eingriffen in die vorhandene Bausubstanz verbunden ist. Wir belassen sozusagen tragende Wände dort, wo sie sind und haben nur nicht tragende Wände entfernt bzw. werden umgesetzt. Die Hauptwohnräume befinden sich auf der Westseite des Gebäudes, das ist die Straßenseite, welche die Nachmittagssonne dann erhalten und somit auch für Wohnzimmer und Kinderzimmer bestens geeignet sind. Auf der straßenabgewandten Seite, das ist die östliche Seite, das ist die Gartenseite, befinden sich dann die Schlafzimmer, sodass auch verkehrsberuhigt dort gearbeitet bzw. geschlafen werden kann. Wir machen das auch nicht in jedem Stadtteil, sondern wir sind ja in dem Stadtteil, dem die Stadt Greiz seit Jahren gesteigerte Aufmerksamkeit widmet. Denkmal, Ensemble, Altstadt auf der anderen Flussseite und Neustadt hier. In der Summe etwa 70 Hektar, mit in der Summe auch 120 Einzeldenkmalen. Dieser Stadtteil scheint Potenzial zu haben, auch weiterhin für schönes Wohnen, nicht nur für die vielen Beschäftigten, die hier arbeiten. Also Neustadt hat allein 1100 Arbeitsplätze. Und schönes Wohnen ist möglich, dafür hat die Stadt einiges getan. Am Elsterufer wurde aufgeräumt, wenn Sie hier groß geworden sind, wissen Sie das. Also die Menschen wissen, wo sich hier Naherholung
wo sie Freizeit am Ende eines Arbeitstags verbringen können, wo sie ihre Kinder zum Spielen hinbringen können. Also dieser Stadtteil hat als einziger Greizer Stadtteil, die Innenstadt, in den letzten 10 Jahren die Einwohnerzahl behauptet, aber eben noch keine Einwohnerzuwächse. Und das wäre das, was ausdrücklich angestrebt wird.